Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Immer noch in Kapitel 8. Wir haben in der letzten Folge uns durch den Clone Whitewood, ist halt immer noch der Clone Whitewood, durchgeschlichen. Mit einigen Fails und einigen Wins, aber geschafft und ich bin zufrieden und wir machen weiter. Wir haben ja ein paar Cutscenes, die Woodland Snare leben. Was passiert hier wohl? Wir sind ja im Krieg, hier gibt es kein Leben, hier gibt es nur Tod. Das ist so traurig. Lässt mich doch glatt vergessen, dass wir Dutzende von denen schon getötet haben. Aber okay. Wer hätte gedacht, dass die auch irgendwie ein Leben haben? Okay, die, die zurückgelassen wurden. Ja, wie geht's eigentlich den anderen jetzt? Kommt es wieder zu rassistischen Spielchen zwischen Rosie und Isara? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oder weiß man es doch? ちょっと違ういたか。いや、いいね。イサラ、あんたも一緒に探したらどうなんだい?まだエーデルワイス号の整備が残ってます。自分の兄貴が行方不明になっているってのに。 よくこんな時に整備なんかしていられるな。こんな時だからこそ整備しているんです。いつ兄さんが帰ってきてもいいように万全な準備を整えておくことが今の私にできる最良のことだと思います。何でもいいけどさ。 お前の言うことはわかる。だが、休めるときに休んどけ。朝から休まずに作業してるだろう。第7小隊の戦車操縦士はお前だ。お前が倒れたら誰が戦車を運転するんだ。きちんと休んでおくのも今のお前にできることの一つだと思うぞ。わかりました。ヤルゴさん。 Große, starke Softie. Okay, einer im Tod. One in Death. Einer im Tod. Okay. Gut, war wieder eine Cutscene-Folge, nehme ich an. Weil ich habe vor, gleich noch ein bisschen einzukaufen und zu trainieren und so weiter und so fort. Hey, da ist ein Grab. Ich
ただ見てるだけしかできなかった。アリシア、君は君しかできない方法で彼を助けたんだ。Solange wie der jetzt gebraucht hat, ne? Wird schon erst weggebrochen. Wir hätten auch ein bisschen Ragnite benutzen können, aber naja. Arigato, Belki. Atashi ne. Galia no hito tachi no inochi o ubatta teikoku ga. Demo, teikoku no heishi datte. Was? Na, verdammt! So, da, ne. Sensoga, hajimate. Sonna, atarimae no koto mo wasureteta. Kono hito mo sensoga nakereba, kazoku to kurasete ita no kamoshirenai no ni ne. Ne, Belki. Atashi ne, kazoku ga inai no.生まれた時から孤児院育ちで、両親の顔も名前も知らないんだ。そうだったのか。でも、それもいいのかもしれないね。家族が、大事な人がいなければ、別れる悲しみを感じずに済むかもしれない。一人ぼっちも悪くないかも。なんてね。アリシア、君は一人ぼっちなんかじゃないだろう。僕もイサラも招待のみんなも今はアリシアの家族じゃないか。みんなが家族。ああ、僕が父さん、アリシアが母さん、ロージーにイサラが娘で。ラゴスター、große Onkel was？ワルゴは。Oder Großvater, was? Nante, kangai te mitara, do dai? Sonna koto itara, Dargo ni okorareru yo. Yoku kenka mo suru kazoku da kedo, kenka suru hodo naka ga ii tte yuu daro? Belki. Stand hier, nicht Belkin. Mo hitori bocchi toka iwanai koto. Wakatta ne?Russell. Mein Bild ist Russell. Ist erschienen. Oh, es sind die Monster mit den Familien zu Hause. このヘルメットと銃はフリッツの。お前たちが埋葬してくれたのか。ああ。小屋の中に治療した跡があります。なぜ敵国兵の命を助けようとした。彼は上言で母親のことを言っていた。僕たちは敵同士かもしれないけど、同じようにふるさとには家族がいる。家族がいるものとして見捨てられなかったんだ。フリッツは母親思いなやつなんです。今度の休暇は旅行に連れて行くって。お前には家族がいるのか。あ、妹が一人いる。それに小隊の隊員たちという大事な家族もいるよ。そうか。俺にも妻と娘がいる。お前と同じように。こいつら隊員も家族のようなものだな。フリッツを、家族を葬ってくれて感謝する。彼もきっと礼を言っているはずだ。次は戦場で会うことになるだろう。お前とはゆっくり話をしてみたかったが、それでは失礼する。さあ、僕たちもみんなのところへ帰ろう。
Ist eigentlich schon cool, der Typ, oder? Wie ist der nochmal? Ist er nicht Gregor? Einer im Tod, Part 2. Ja, dann gehen wir zum Hauptquartier und rüsten uns aus für die kommende Schlacht. Wer hätte das gedacht? Unter den imperialen Leuten sind welche, mit denen man reden kann. Komisch. Aber die ist Gregor, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, M und M. Das reicht nicht. Doch, das reicht. Natürlich reicht das. Alle auf Level 7. Und Level up. Geil. Shocktrooper mein neues Potenzial bekommen. Wir haben einen neuen Befehl. Damage Boost. Anti-Panzer-Einheit. Cool. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximallevel ist. War schon 10? Oder 20? Ja, wir können jetzt, glaube ich, den neue Sachen kaufen. Wäre auf jeden Fall gut, weil wir haben jetzt voll viel Geld. Also, ich dachte, du sagst irgendwas Besonderes. Okay. Können wir jetzt... jetzt können wir... Ja, yeah, gut. Jetzt können wir so einzelne Wege nämlich einschlagen. Unsere Einheiten umrüsten. Oh Gott, teuer. Wir können jetzt entweder auf Schaden, auf Zielgenauigkeit oder auf Bonuseffekte hochskillen. Hat ja schon gesehen, Verteidigung runter waren diese gegnerischen Rifles, die uns abgeschossen haben. So, ach, wir können nur die Gewehre bis jetzt, okay. So, mehr Verteidigung erstmal. 3300 nur? Boah, ist halt günstig. Und Anti-Blast, natürlich. Abwehr geht vor, finde ich. Okay, dann gehen wir einmal auf Schaden. Zack, und damit ändert sich auch das Design ein bisschen. Das ist richtig gut. Und zack. So, dann können wir die ganzen Leute hier auch noch ein bisschen umrüsten mit den ganzen Waffen. Range. Ja, haben wir ein bisschen mehr Customization. Kann ich hier noch was kaufen? Machine Gun. Nutze ich nicht so oft. Radiator. Ja, verdammt, nicht so berauschende Sachen im Moment. Ich kann mir alles leisten schon wieder. Pong. Wow, drei Dinger. Brauche ich nicht. Oder Maschinengewehr. So, wow. Alles klar. Haben wir schon wieder Restgeld. Resterfahrung. Und wo macht man das jetzt? Die Ausrüstung ändern. Alles klar, dann können wir jetzt für einige Leute hier die Ausrüstung ändern. Was nehmen wir denn da? Ach, das sind das die Dinger, die wir von Dingen bekommen haben, von diesen Immortal-Typen. Das ist die mit dem Schaden. Das ist die mit der Genauigkeit. Die hat ja unausweichlicher Schuss, deswegen brauchst du halt Genauigkeit-Dinge nicht. Die Entfernung, nicht Genauigkeit. Okay, sie nimmt die Stärkste hier. Attack, Effekt und Snipe für keine Ahnung. Pff. So, du bekommst keine Ahnung. Effekt-Dingen. Kann noch ein bisschen dauern. Na, Ted, du bekommst. Tu mal so.
nach gut Glück einfach ausrüsten. Aber hoffentlich verdrücke ich mich nicht einmal, weil sonst wären alle direkt hier. Ja, du kannst das hier wieder. Du kannst Sniper. Super. Warum wird denn das angezeigt? Warum ist das nicht ganz oben? Okay. Finde ich nicht so gut. Von den anderen Waffen gibt es natürlich auch solche Sachen. Ah, du kannst das hier. Du hast Schaden. Und du kannst auch Schaden. Irgendwann gehen die Zahlen noch ein bisschen weiter auseinander, wenn man so einen richtigen Unterschied sieht. Okay, warte mal, die Dingens, die haben auch, bekommt auch Angriff, würde ich sagen. Und du bekommst auf Range. Okay, so. Mal wieder ein bisschen ummodelliert. Ich glaube, nächstes Mal, nächstes Kapitel tun wir die Einheiten ein bisschen auswechseln. Haben wir hier irgendwas? Na? Nichts Neues? Doch. Viel Spaß beim Lesen. Perfekt. Muss man natürlich auch auf Englisch verstehen können, aber das ist jetzt nicht mein Problem, sondern euer. Okay, das war gemein, Entschuldigung. Zurück zum Buch. Okay, 17 Minuten. Library Tab, Personal Tab, okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fangen wir die Vereinigung im Wald an und ja. Bis dahin würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles mit mir, Daniel LP. Und Valkyria Chronicles, bruh. Tschüss.